Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Wir machen heute noch einen Schritt zurück, ein bisschen mehr Grundlagen. Truppmann 1 Ausbildung geht bei uns immer los in der Praxis mit den Schläuchen. Schläuche rollen, ausrollen, aufwickeln, okay? Das machen wir heute. Wir werden jetzt gemeinsam erstmal Schläuche auswerfen. Was gibt es dabei zu beachten? Dann werden wir Schläuche einmal einfach aufwickeln, doppelt aufwickeln. Erzähle ich euch den Unterschied, wann man was macht. Und dann werden wir nochmal den Schlauch in Buchten aufnehmen. Warum man das macht, sage ich dann auch. Und dann werde ich nochmal im nächsten Film hinterherlegen. Thema Schlauchpaket wickeln. Ich habe ja so eine Wickelhilfe und das Thema Schlauchpaket ist natürlich ein super Vorteil. Deshalb werden wir diesen Schlauchwickler hier auch gleich auch nochmal vorstellen. Ne? Ist auch kein Geheimnis mehr. Ich darf es jetzt ja auch sagen, ist ja auch von der Firma Dönges. Wir haben ja viel in den Kommentaren diskutiert im anderen Film, in den Schlauchwickler. Und da steigen wir nachher gleich im zweiten Film, im zweiten Teil richtig drauf ein. Ne? Okay, alles klar. Los geht's. Schläuche auswickeln. Warum steht das Fahrrad hier? Weil ich euch anhand des Fahrrads erklären möchte, was wichtig ist, welchen Schlauch auswickel. Wenn ich diesen Schlauch auswickle und die beiden Kupplungen so anfasse, ne, und das rausschwinge, zeige ich euch gleich nochmal genau, ist es wichtig, dass ich Schwung nach vorne mache. Dafür habe ich euch jetzt das Fahrrad mitgebracht. Ist genau das Gleiche. Wenn ich das Fahrrad geradeaus schwingen möchte, dann muss ich natürlich auch ein bisschen Schwung in die Richtung und nicht irgendwie so, Hauptsache es kommt und, oh, ist ja gar nicht weit gekommen, ne? Nein, wir müssen Schwung in eine gerade Richtung bringen. Ne? Also richtig wie so ein Rad, was ich nach vorne rolle. Ein Hula-Hoop-Reifen muss das Ding los. Ne? Also man nimmt auch wie beim Fahrrad den Schwung und schiebt nach vorne in die gerade Richtung. Der fährt immer noch. Alter Schwede. So, genauso machen wir zusammen mit dem Schlauch. Ihr fasst diesen Schlauch zwischen Daumen und Zeigefinger hier so an. Und den Rest haltet ihr so fest. Okay, jetzt werde ich mal in diese Richtung einfach hier das mal ausrollen. Das heißt, ich halte diesen rechten Arm fest, mit den linken führe ich. Und bitte nicht aus dem krummen Rücken, sondern wenn ihr abschwitzt, könnt ihr ruhig bis in die Knie gehen. Ne? Geraden Rücken, dann schwingt ihr und haltet die rechte Hand fest. Wichtig ist, denkt an dieses Radbeispiel, der muss jetzt richtig Tempo machen, ne? Nach vorne. Okay, los geht's. Ganz gerade. Ein Ende nimmt man in der Hand, das andere lässt man liegen und zieht das glatt. Wenn Schläuche nass sind, darf man natürlich nicht so ein nasses Paket aufwickeln. Ne, dann muss man den Schlauch leeren. Der jetzt ist natürlich trocken, müsst ihr euch ein bisschen vorstellen. Aber wenn ich jetzt hier den Schlauch hochhebe, läuft das Wasser natürlich bergab. Ganz normale Physik, ne? Schwerkraft und so weiter. So. Ist natürlich sinnvoll, wenn das nicht am steilen Berg ist und euch das Wasser gar nicht wegläuft. Ne? Am besten ist natürlich, wenn es noch abschüssig ist. Okay? Und dann geht ihr hier so dran lang, lasst das über die Schulter laufen und lasst diesen Schlauch leer laufen. Langsam nach vorne. Manchmal muss man auch ein bisschen Geduld haben. Und wenn ihr seht, hinten ist ein Knick, dann läuft das nicht ab. Dann müsst ihr vielleicht mal ein bisschen ziehen und dann geht ihr weiter. Okay? Kriegt ihr hin, weil ihr seid gut. Wir wickeln den Schlauch jetzt erstmal einfach auf. Wann wickeln wir einfach auf? Bei uns ist das so, das kann unterschiedlich sein. Wenn wir die Schläuche benutzt haben, die sind nass, ist der jetzt nicht. Aber wenn der dann zum Prüfen geht, der wird gereinigt, der Schlauch, geprüft, abgedrückt. Und dafür müssen wir die Schläuche einfach aufwickeln, damit sie später in der FTZ, in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, die Schläuche besser handeln können. Wickeln wir die einfach auf. Ganz normal, einfach so. Und wichtig ist, fangt nicht bitte an, hier irgendwie so zu wickeln, sondern führt es zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich weiß, manche Jungs oder Mädchen haben ein bisschen kleine Hände, aber versucht es bitte und steht bitte leicht breitbeinig, sich festen Stand und nicht hier irgendwie nach da aufwickeln und immer krumm werden, sondern immer mitgehen. So aufwickeln. Und beim Aufwickeln streift man hier so den Schlauch so ein bisschen ran. Ne? So. Und dann macht man das. Nebenbei gemerkt, das ist jetzt ein C-Schlauch. Und nach Norm hat der 15 Meter. Ne?
Können noch kurz erzählen, so ein genormter Schlauch hat auch entweder 42 oder 52 mm Durchmesser und eine C-Kupplung. So. So ist er jetzt einfach aufgewickelt. Wenn ich den jetzt ausrollen muss, im Gegensatz zu den Doppelgewickelten, muss ich natürlich die doppelte Strecke auswickeln. Das heißt, das mit dem Fahrrad muss jetzt richtig gut klappen. Versuche ich mal. Kleiner Tipp, wenn ihr diesen Schlauch absetzt, müsst ihr ein bisschen mit der rechten Hand ein bisschen zurückziehen, damit das automatisch anfängt, sich zu strecken. Oh, ist schön warm heute. Zu strecken und ordentlich Tempo bekommt in die Richtung. Ne? Physik. Guckt ihr das an? Durch die leichte Ziehbewegung liegt die ganz gerade. Ne? Zack. Wie weit ziehen wir denn den Schlauch jetzt ran, wenn wir den Schlauch doppelt aufwickeln wollen? Es gibt einen Trick, entweder nimmt man Maß Fußlänge. Das ist eine Variante. Oder man schlägt den Schlauch die Kupplung um, zieht daran und legt wieder hin. Das hier ist wichtig, dass es wieder hinlegt, weil wenn hier Wasser drin ist im Schlauch, ihr wickelt einen nassen Schlauch auf, dann muss das Wasser auch rauslaufen können. Ne? Oder Luft. Also wie gesagt, rauslegen. Das ist ungefähr der Abstand und das ist ungefähr Fußlänge. Ne? Den Anfang jetzt von dem Schlauch, wie gesagt, das liegt jetzt doppelt, den drücke ich jetzt ganz fest zusammen. Seht ihr das? Ich mache den Anfang so, wird schnell zu groß für die Hand und dann mache ich es wieder wie beim Einfachaufwickeln. Und jetzt ist das Führen auch besonders wichtig, weil man beide Schläuche so ein bisschen, auch wenn die versetzt sind, dadurch so ein bisschen in Position drücken. Ne? Und los geht's. Und wieder, auch gerade wenn man B-Schläuche, die schweren Schläuche hat, denkt an den festen Stand und geht mit dem Schlauch so seitlich mit. Und ihr seht, das Maß passt genau, ne? So, fertig. Ein Punkt ist noch offen. In Buchten aufnehmen, zeige ich euch. Kleiner Hinweis UVV, auch hier, hier wird möglichst nicht rückwärts gegangen, schon gar nicht gelaufen. Es gibt die tollsten Videos im Internet, wo Leute über Schläuche stolpern. Ganz lustig, haha, bitte nicht machen, okay? So, wir gehen jetzt nach vorne und nehmen es in Buchten auf. Wann nehmen wir in Buchten auf? Natürlich, wenn wir irgendwo eine Einsatzstelle schnell räumen müssen. Zum Beispiel an der Landstraße. Die Leute wollen zur Arbeit, Schlauchtrupp sperrt die Straße, ihr sollt die Straße räumen. Dann macht er nicht in Ruhe Wasser raus und wickelt einfach auf in aller Ruhe, sondern schnell weg, runter von der Straße. Aufräumen könnt ihr hinterher, ne? Vielleicht mit dem Schlauchwickler. Kommen wir als nächsten Punkt zu. Aber jetzt erstmal aufnehmen in Buchten. Warum in Buchten, zeige ich euch. Und zwar nimmt man hier diese Kupplung, lässt sie so runterhängen bis kurz vorm Boden. Und geht vorwärts. Man hat eigentlich immer so eine leichte Marschrichtung. Ne? Also man eigentlich in echt geht man eigentlich die ganze Zeit in diese Richtung weiter, wenn man es beherrscht. Nehmt jetzt hier doppelt, kurz bevor die Kupplung aufkommt. Ne? Seht ihr? Und geht dann in die Richtung weiter. Jetzt komme ich hier zum Ende. Das ist der Moment, wo ich das schultere. Ach, ist das leicht. Gehe jetzt so rum, bis kurz vorm Boden. Dann schalte ich um, wieder doppelt, in die Richtung. Und zack. Wichtig ist, dass die Kupplung hier oben ist, dass sie nicht irgendwie hier rumschlabbert euch gegen das Knie. Und so könnt ihr das wunderbar schweren, nassen Schlauch aufnehmen, ohne dass es euch stört. Ne? Kupplung möglichst oben. Das könnt ihr auch mit mehreren Schläuchen machen, wenn die noch zusammenhängen. Da könnt ihr wirklich, das ist überhaupt nicht schwer, könnt ihr wunderbar die Sachen jetzt über eine weite Strecke tragen. Ne? Oder Moorbrand, wenn man sagt, man will es hier nicht im Dreck aufwickeln. Ich trage es hinten zur Straße, wo es sauber ist. Oder auf dem Rasen oder so. Dann kann man es so nehmen. Alles klar?
Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen mit diesen Schlauchgrundlagen noch ein bisschen helfen. Das Gleiche gilt natürlich auch für B-Schläuche, für die dickeren Schläuche. Denkt bei den B-Schläuchen daran, dass sie schwerer sind und schont euren Rücken. Denkt an eure eigene Gesundheit. Wenn es nicht richtig mehr zu tragen geht in den Arm, setzt es ab, rollt es auf den Boden. Ne? Tut euch selber den Gefallen. Es hilft keinem, wenn ihr selber mehrere Wochen ausfallt wegen Rückenschmerzen. Okay, das war das. Ich hoffe, ihr guckt jetzt noch den zweiten Teil an, weil da geht es um den Schlauchwickler. Der Schlauchwickler kann euch bei mehreren Schläuchen das Arbeiten oder den Tag echt versüßen. Es gab mir viele Diskussionen über den Schlauchwickler, Anregungen und sowas. Ist der wirklich gut? Ja, kann ich euch schon mal verraten, der ist sogar noch besser, als ihr denkt. Weil der Schlauchwickler kann noch Schlauchpakete auch wickeln. Das zeige ich euch jetzt gleich, was das bedeutet. Wichtig ist mir, schönes Gefällt mir, freue mich drüber, eure netten Kommentare. Und wie gesagt, teilt gerne mal meinen Channel. Und ich würde sagen, bis gleich, wir machen gleich weiter mit dem Schlauchwickler. Alles klar, bis gleich, euer Feuerwehr.